Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Haul-Video. Wie einige von euch sicher mitbekommen haben auf Instagram, war ich im September in Billund und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, sowohl das Legoland Billund als auch das Lego-Haus zu besuchen. Das Lego-Haus ist so eine Art, nun ja, Gedenkstätte will ich nicht sagen, aber es ist schon so der Anlaufpunkt für alle Lego-Fans, wo man selber was bauen kann, wo man spielen kann, wo man experimentieren kann. Und im Anschluss gibt es dann natürlich noch einen Shop als auch ein Museum. Da gibt es dann auch drei exklusive Sets, dieses exklusive T-Shirt, aber dazu kommen wir gleich. Ich fange erstmal an mit den Sachen, die ich im Legoland gekauft habe. Da war ich nämlich als erstes. Und zwar vielleicht ganz ein bisschen untypisch für Lego, mal etwas nicht aus Plastik, aber es gibt natürlich dort diesen super süßen Legoland-Drachen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Er wurde jetzt Oliver getauft. Den gibt es da auf jeden Fall. Gibt es auch als weibliche Version, wer das vielleicht interessanter findet. Dann natürlich ein Legoland-Magnet mit I love Legoland auf der Brust. Ich kann gar nicht sagen, wie teuer der ist, aber irgendwie so um die 5 Euro. Der Drache hat, glaube ich, mehr gekostet, 25 oder so. Also, wer nicht über die dänischen Preise Bescheid weiß und wer noch nicht dort war, lasst euch nicht schocken. Es ist wirklich alles ein bisschen teurer, wenn nicht sogar sehr teurer als hier in Deutschland. Also da auf jeden Fall genügend Geld mitnehmen, falls man da mal was einkaufen will. Ja, Moment, da fehlt noch was. Also, das hier, die Figur, habe ich nicht im Legoland gekauft. Die habe ich irgendwie in so einem Shop ganz normal geholt. Und das ist ja so der, nun ja, der Nachfolger von Johnny Thunder sozusagen. Eigentlich ist es Johnny Thunder aus der Sammelfigurenreihe. Und zufälligerweise war das sogar genau die erste Figur, die ich gegriffen habe, war dann super happy. Aber diese beiden Figuren haben wir dann noch aus dem Legoland geholt. Und wir haben wirklich ewig gesucht. Die beiden Figuren wollten wir haben, aber genau die beiden waren nirgendwo zu finden. Wir haben dann auch Hilfe bekommen von einem Mitarbeiter aus dem Shop dort. Wirklich super freundlich, die Leute alle. Und der konnte uns dann aber leider auch nicht helfen. Der hat mitgesucht und so. Dann hat er einen anderen Shop noch telefoniert. Und dort meinten die Leute dann, sie hätten sie. Dann sind wir dorthin gegangen und haben selber auch nochmal geguckt, haben sie selber gefunden, aber man hatte sie schon für uns bereitgelegt. Praktisch dann in dem zweiten Shop gab es dann alle Figuren zweimal, die wir in dem anderen nicht gefunden haben. Aber gut, letztendlich haben wir sie dann doch bekommen. So, dann kommen wir mal zu dem Lego-Haus-Sachen. Am Einlass bekommt man so ein Armband aus Plaste, Pappe, wie auch immer, Papier. Und das hat auf der Rückseite, ich verdecke kurz meinen Namen, hat das so ein Chip. Und damit kann man sich praktisch seine ganzen Erinnerungen, man konnte da zum Beispiel einen Fisch konnte man selber gestalten und so. Also praktisch alles, was man dort macht, kann man anhand dieses Chips ins Internet laden und sich dann zu Hause per App wieder downloaden und als Erinnerungsbilder dann irgendwie ausdrucken oder so. Ist alles mit inbegriffen im Preis und eigentlich ganz witzig. Und wenn man dann wieder herausgeht, bekommt man, wenn man das ebenfalls wieder mit diesem Chip aktiviert, noch so eine kleine Chipkarte. Und zwar, jetzt muss ich wieder meinen Namen verdecken hier, da steht auch der App-Code dann hier drauf, da könntet ihr dann meine Bilder ansehen, das wäre nicht so schön. Bekommt man dann so eine Karte und ebenfalls dieses Steine-Polybag und kann sich dann seine ganz eigene Bauweise von diesen Steinen hier ausdrucken lassen. Da soll irgendwie jeder so ein individuelles bekommen. Ist auch inbegriffen im Preis. Und also ich finde es super, um ehrlich zu sein. Dann haben wir natürlich noch im Lego-Haus-Restaurant kriegt man auch wieder das hier. Eigentlich sollte man das wieder abgeben, aber vielleicht ist das in der Tasche gefallen oder so. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt eigentlich herkommt. Damit kann man sein Essen aufbauen. Und zwar steht jede Farbe für einmal irgendwie Gemüse, einmal Fleisch, einmal Kartoffeln oder sowas in der Art. Und das kann man dann auf unterschiedlichste Art und Weise zusammenbauen und so sein Menü selber festlegen. Dann habe ich natürlich noch
Moment, wir machen erstmal das T-Shirt hier, bevor wir zu den richtigen Highlights kommen. Das gibt es auch exklusiv im Lego-Haus. Das ist einfach ein weißes T-Shirt mit Home of the Brick. Hinten steht dann nochmal Lego-Haus. Eigentlich hatte ich mir irgendwie so ein T-Shirt vorgestellt mit einem Lego-Haus auf der Brust direkt, aber gut, ich wollte ein T-Shirt haben, das war das Einzige, was es so wirklich gab. Von daher habe ich es mitgenommen. Kostet auch, glaube ich, 20 € oder so. Aber ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen eng geschnitten. Also, falls ihr Interesse habt, da ein T-Shirt zu kaufen, vielleicht eine Nummer größer nehmen. Man kann es leider nicht anprobieren, dass es keine Umkleidekabine gibt. Gut, kommen wir jetzt zu den Highlights. Da ist natürlich als erstes unser exklusives Architecture-Set, das es auch nur im Lego-Haus zu kaufen gibt, nämlich das Lego-Haus. Das werde ich, glaube ich, ja auch noch vorstellen. Ist wirklich super Set. Mehr dazu dann im Video. Des Weiteren gibt es natürlich den. Moment, wie mache ich das jetzt? So, gibt es natürlich den Tree of Creativity. Der steht in Lebensgröße im Zentrum des Lego-Hauses. Und da schlängelt sich dann sozusagen die Treppe drum, wo man dann ins oberste Geschoss kommt. Und auf den Blättern sind dann immer so einzelne Lego-Modelle abgebildet, die dann hier auch als Mini-Modelle dabei sind. Ebenfalls eine kleine Mini-Figur noch. Der sollte eigentlich am Anfang irgendwie limitiert sein, aber das Lego-Haus ist jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre alt und den gibt es immer noch. Keine Ahnung, was da los ist. Und dann dieses Jahr neu dazugekommen sind die drei Lego-Haus-Dinosaurier. Die stehen dann nämlich im Obergeschoss vom Lego-Haus und der eine ist mit Duplo gebaut, der grüne mit normalen Lego-Steinen und der gelbe mit Lego-Technik. Ist ein schönes Set, muss ich sagen. Vor allem, was mir hier rangefallen hat, ist, dass man für jeden Dinosaurier eine einzelne Anleitung hat. Das heißt, man kann es dann auch gut mit der Familie, mit den Freunden, wie auch immer bauen. Jeder baut dann eben ein Dino und dann guckt man, wer als erstes fertig ist oder so in der Art. Naja, ich glaube, die drei Sets stelle ich noch einzeln vor. Bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin und ciao.